Ich bin schon 60, werde alt, geschafft hab ich mein ganzes Leben und hatte die Gelegenheit, mich den Begierden hinzugeben. Es kann hier unten auf der Welt nicht nun jedermanns Glück gehen. Und dass mein Wunschtraum sich erfüllt, nur einmal Carcassonne zu sehen. Man soll die Stadt im Norden sehen, oben von den blauen Bergen. Man müsste 7 Meilen gehen, um die Höhen zu besteigen. Und dann den gleichen Weg zurück, ach, wenn die Reifen meine Trauben. Komm von der Lese hier nicht weg, kann Carcassonne mir nicht erlauben. An allen Wochentagen könnte man, so wie an Feiertagen, dort auf den Plätzen Leute sehen, die neue weiße Kleider tragen. Und Türme wären kaum zu zählen, hoch wie der von Babylon. Oh, 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 nö. Ein Bischof und 2 Generäle, heißt es, gäb's in Carcassonne. Oh, 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 nö. Unser Vikar hat 3-mal recht, dass allzu anspruchsvoll wir wären. Er predigte, das wäre schlecht und würde nur ins Verderben führen. Wenn ich im Herbst, Ende November, der noch ein paar Tage fände. Mein Gott, wie glücklich stirb ich, wenn ich Carcassonne noch sehen könnte. Oh Herr, seid mir nicht böse, wenn mein Begehren euch verstimmt hat. Der Mensch schaut über sich hinaus, im Alter wie schon in der Kindheit. Mein Sohn Manuel und meine Frau Marie, die reisten bis nach Bonn. Oh, 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 nö. Mein Patenkind sah Perpignan und ich komm nicht nach Carcassonne. Oh, 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 nö. So sang ein Bauer bei Libou mit von der Arbeit krummen Knochen. Ich sprach zu ihm, mein Freund, hör zu, wir werden diese Reise machen. Wir brachen auf am nächsten Tag, ich hoffe, der Herr wird's vergeben. Er starb auf halbem Weg, die sah er Carcassonne in seinem Leben. Er starb auf halbem Weg, nie sah er Carcassonne in seinem Leben.